Ich fühle mich ein bisschen verarscht vom Spiel langsam. Hat die so gelootet? Anscheinend ja. Anscheinend ja. Oh, geh einfach nach oben, bitte. Oh. Soll ich sagen, was bin ich zum Recht? Bringst du genau sowas? Also, ich habe bei Skyrim viel Spaß gehabt. Aber wenn man halt die Teile da. Also allgemein, Elder Scrolls war für mich eine Sache gewesen. Da war mir Physik scheißegal. Die Logik war auch mir kacke, weil es einfach nur Spaß macht, weil es zu viel Bugs, blöde Bugs gibt. Aber das Spiel hier in den Furien bessere Phase erlebt hat, ja. Wenn man auf Open World zu wechseln, weil Open World alle geil macht, alles geiler macht, angeblich, ist es einfach nur noch schlechter geworden, für mich persönlich. Ich sage immer wieder, es ist einfach nur schlechter geworden. Also mir persönlich macht das hier weniger Spaß. Aha. Nein, er fällt nicht. Ein sehr langer Lauf, ja. Also ist das jetzt Sniper mit einem scheiß Revolver? Wo ist denn der? Ja, genau. Ich habe hier oben auch ganz gerne Revolver und Shotgun. Weil hier oben immer eine Shotgun benötigt wird. Schon mal, bevor mir irgendwas wieder missfällt hier und ich alles wieder neu suchen muss. Gehen wir mal kurz mal rüber gucken. Vielleicht gibt es hier ein Anlegestell für ein Boot. Hallo? Hier sind Schrimps. Dachte, das ist ein Leiche an die Klebe, so wie bei den doch an der Stelle perfekt. Oh, hallo. Und dann sah ich das riesige Ding. Extrem. Es kam geradewegs auf uns zu. Überall rauf. Und es
schimmerte und schimmerte. Ich konnte nur noch Ferne behüte und sagen, bevor es durchschließt. Wir hatten Glück zu überleben. Das ist höllisch, Leute mit einem Zug zu überfahren. Naja, es sind Ketzer. Was hast du erwartet? Wir wollten auf sie schießen, aber wir hätten schon eine Kanone gebraucht, um Schaden anzurichten. Also vergab Vater Silantius uns dafür, nicht unsere Pflicht getan zu haben. Doch trotzdem bestrafte er uns für das Verlassen unseres Postens, was auch eine Sünde ist. Und warum hast du die Strafe bekommen? Daran ist meine dumme Maschka schuld. Sie hat mich mit heißem Wasser verbrüht. Da habe ich sie beschimpft. Unser heiliger Vater sagte, dass unsere Bindung noch stärker werden könnte, wenn ich sie schlage. Was? Aber solche Wörter zu benutzen, sei eine üble Sünde. Also schickte er mich zum Fischen. Ohne Waffe. Ach, keine Sorge, das ist eine ruhige Gegend. Niemand kommt hierher, nicht einmal Mutanten. Der Zarfisch kommt manchmal zum Fressen hierher, aber wir Gläubigen haben nichts zu fürchten. Ja, klar. Der Fisch, ich habe keine Angst, denn ich habe den wahren Glauben. Aber der Fisch kommt hierher zum Füttern? Ja, aber der Fisch rührt wahre Gläubige nicht an. Also keine Angst. Sollte dein Glaube jedoch nicht stark genug sein, ist das eine andere Sache. Der Fisch spürt das und verschlingt die Ungläubigen am Stück. Ein wahrer Gläubiger kann aber daneben stehen, ohne auch nur einen Wasserspritzer abzubekommen. Klar. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Also big Gott, ja. Ich glaube, dass ich geschossen habe. Hüte uns. Hallo. Sieh dir nur an, was der Catfish angeschleppt hat. Ein Ketzer. Na sowas. Er richtet sein satanisches Licht nicht auf uns. Und seine Waffe steckt auch im Holster. Auch wenn er ein Ketzer ist, ist er wohl noch ein Mensch. Und vernünftig. Dann ist seine Seele noch nicht ganz verloren. Wunschdenken. Haben diese Ketzer überhaupt eine Seele? Sieh dir seine Rüstung an. Ja, sie ist ein Werk Satans. Ich wünschte allerdings, unsere Paladine hätten auch so etwas. Natürlich von Vater Silantius gesegnet. Dann hätten wir weder das Zugdepot noch den Turm an die Banditen verloren. Wir hätten alles noch und die säßen jetzt in der Hölle. Wir hätten sie niedergemacht wie Hunde. Das ist eine Versuchung. Eine Versuchung durch Technologie und ihre satanischen Kräfte. Du hast recht. Aber wirklich... Verdammt! Ich tue euch nichts. Keine Sorge. Okay. Hat das eine Logik, die ganzen Sachen, oder so? Da einfach irgendwas drücken hier. Lagerschlüssel habt. Ja, mal sieht das Lager hier. Ich habe neuen Helm irgendwie bekommen. Gucken wir den mal an. Mehr Schutz. Okay. Was ist hier? Ja, das Boot ist
nützlich. Bislang sogar das Nützlichste überhaupt. Klar, dieser Catfish hat mich etwas erschreckt. Auf festem Boden zu laufen ist immer noch viel gefährlicher. Die Banditen wollen wohl unbedingt die Fanatiker von der Brücke verjagen. Sie haben überall Lager, Zugdepot, in Ruinen, sogar auf dem Strommast. Die wollen die Brücken heilig rupfen wie Hühnchen. Die armen Kerle tun mir schon leid. Klar, die Fanatiker sind ein Haufen Arschlöcher, aber die Banditen sind noch schlimmer. Okay, Crest. Wenn du was sagst. Wie soll ich? Folgen wir mal den Strom hier. Aha. Anscheinend. Wollt Benzin. Da ist jetzt los. Nö, nee, danke. Auch irgendwo, also ich will ja da rein, das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Und deswegen interessiert mich gerade. Ich war gerade ruhig gewesen, ich brauchte Benzin. Ist gerade neblig geworden. Ich will, dass ich auch ein bisschen später kommen muss. Das ist ja gewesen. Es stürmt. Ich liebe eigentlich Regen und sowas. Klingt immer sehr beruhigend.
Nee, natürlich zu klein. Hier ist nicht breit genug für den Muskelpaket, Artyom. Sind schlecht, sie galt hier. Grüßt, mein Freund. Hallo. Friede sei mit dir. Du scheinst aus einer ziemlich fortschrittlichen Gegend zu kommen. Deine Ausrüstung ist der Hammer. Danke. Ha, satanische Bagatellen. Siehst du, Junge, er ist ein guter Mann. Er weiß, wie man sich benimmt. Kein Grund, so nervös zu sein. Du solltest nur nicht sauer auf die Einheimischen sein. In letzter Zeit gab es halt viele Angriffe, daher sind sie etwas aufgebracht. Und Silantius verpasst ihnen ständig eine Gehirnwäsche. Sündige Worte, Papa! Siehst du den hier? Das ist mein Sohn. Hier macht man, was Silantius sagt, sonst hat man Probleme. Ich habe gehört, dass Crest sich euch angeschlossen hat. Das ist gut. Er ist ein guter Mann. Es wäre eine Schande, wenn er wegen nichts sterben müsste. Er ist auch ein harter Kerl und danke, dass ihr Katja und ihr Kind aufgenommen habt. Es war so chaotisch hier. Ich würde ja auch mitkommen. Ich kann auch schießen. Sehr gut sogar. Direkt nach dem Krieg war es hier wie in diesen Westernfilmen. Aber ich habe einen Sohn. Aufgrund der Dummheit seiner Mutter ist er jetzt ein Fischanbieter. Er will hier auf keinen Fall weg. Und ich kann den Dummkopf doch nicht alleine lassen. Weißt du überhaupt, was ein Film ist, Junge? Hast du schon mal davon gehört? Das ist eine Sünde, Papa. Eine Sünde, solche Dinge über uns zu sagen. Insbesondere zu einem Ketzer. Sünde, Sünde! Du bist wie eine Schallplatte mit Sprung! Benutz dein Hirn! Du siehst, wie es hier läuft. Naja, du solltest jetzt besser gehen. Sonst sieht dich noch jemand bei uns. Und alles Gute für dich. Danke. Da geh rein. Darf ich? Was zum Teufel machst du da? Du hast ihn kaputt gemacht. Hast du eine Ahnung, wie viel ich Crest allein für die Batterien bezahlt habe? Du verdammter! Erstens ist es eine Sünde. Zweitens, du gerade einen Ketzer mit seiner Höllenmaschine mitgebracht. Dem Fisch sei Dank, war er friedlich. Bei
Nächstes Mal haben wir vielleicht kein Glück. Und außerdem könnte es jemand hören. Dann würden wir beide nicht ungestraft davonkommen. Lass uns einfach nach Hause gehen und das Treffen mit dem Ketzer vergessen. Mit technologischen Sachen auch. Als wenn nie etwas geschehen wäre. Also gut. Auf geht's! Versprich mir nur, dass du so etwas nie wieder machst. Bring mich nicht in Gefahr. Meine Lenker und ich werden dir nächstes Jahr ein Enkelkind bescheren. Versprich mir also, dass du ihm nicht diese technologischen Ketzereien in den Kopf setzt. Doch, das bitte. Das ist eine Sünde. Das ist eine Sünde. Aber wir dürfen das, weil wir die Kirche sind. Aber ihr dürft es nicht. Weil ihr nicht, nur Ungläubige, die Gläubige seid. Und nichts wert seid. Ihr seid weniger wert als wir alle anderen. Deswegen ist es wichtig, so miteinander zu reden.